Ich weiß es nicht. Also, ich bin mir da recht gerade unsicher. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken auf die Map. Wie heißt denn der Stein, wo ich eigentlich hin will? Mein Gott, das war vielleicht ein Kampf. Nein, keine Markierung festsetzen. Hier will ich hin. Wie heißt das? Tal Süden. Okay, da wollen wir hin. Tal Süden. War das jetzt richtig? Das war der Schrein. Ja doch, hier bin ich richtig. Hallo! Ah, hier bist du. Hi! Ich habe etwas gefunden. Investiertes Geld sinnvoll. Das sah leicht komisch aus. Also ich würde mich wundern, wenn mein Gegenüber plötzlich anfängt, so extrem zu leuchten. Die Lippen sehen dabei übrigens sehr, sehr bäh aus. Egal. Okay. Wie ihr seht, birgt so manches. Dann legen los. Viele Gefahren. Stellt euch nur vor, zu welchen Gefahren uns Maxos Nachforschungen den Weg weisen werden. Und dennoch dürfen wir. Mentitur, Nisi. Was geht da vor? Oh, du hast da irgendwas gerufen. Oh mein Gott, das ist ein Beschwörungskreis. Vorsicht! Na toll, bist du denn des Wahnsinns? Ernsthaft? Bist du bekloppt oder so? Oh Gott, ey. Ich hasse es. Was? Ah. Ich helfe dir! Yeah! Komm, wir machen das Vieh kaputt. Was? Oh mein Gott, ich bin verwirrt und deswegen laufe ich weg. Was soll das denn? Hallo? Das Ding kämpft mit unfairen Mitteln. Ich muss stärker werden. Komm, greif an. Das Ding sieht ein bisschen aus wie... Ich weiß gar nicht. Wie so ein... Mann, hör mal auf mit deinem blöden Zauber. Das finde ich nicht lustig, was du hier machst, ja? Oh mein Gott. Immun gegen Fluch. Cool. Furcht. Cool. Das ist ja cool. Jetzt habe ich das Ding besiegt. Warum hast du das Ding überhaupt gerufen? Bist du eigentlich völlig bekloppt? Ein Gürtel finde ich gut. Ein Gürtel legen wir doch mal an. Wo kommt denn der Gürtel? Gürtel haben wir noch gar nicht um. Das ist schön. Meine Güte, ey. Die machen hier nur Blödsinn. Könnte das sein? Warum helfe ich denen überhaupt noch? Ey, das ist doch kacke, was die hier machen. So. Typ, wehe dem, du machst das jetzt nochmal. Mein Gott, das war vielleicht ein Kampf. Ja. Achte nächste Mal darauf, dass ihr wisst, was ihr da laut vorlest. Schweigen ist Gott. Ich werd's mir merken. Ja. Ich denke, jetzt wäre eine kleine Belohnung angebracht. Wie wär's, wenn ich euer Geldsäckel fülle? Okay. Wir Grammaries sind wohlhabend und belohnen unsere Helfer stets angemessen. Investiert das Geld. Ja klar, in Waffen. Was denn sonst? Okay, haben wir das auch geschafft. Meine Güte, ey, das sah aber extrem episch aus, das Ding. Was ist das denn hier? Ist das ein Bogen? Ich denke schon, dass das ein Bogen ist. Sieht mir fast wie ein Bogen aus. Ja, es ist ein Bogen. Gut, wir nehmen mal wieder Erfahrung, ganz klar. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Wie ihr seht, birgt so manches Buch viele Gefahren. So, und jetzt habe ich nämlich überlegt... Stellt euch nur vor, zu welchen Gefahren uns Maxos Nachforschungen den Weg weisen werden. Ja, ja. Und dennoch dürfen wir nicht vor ihnen zurück. Ist jetzt gut, ja? Hör mal auf. Hier war nämlich eine Brücke, wo ich rübergegangen bin. Vielleicht hat die komische Wahrsagerin von dieser Brücke geredet. Tatsache, da steht sogar ein Typ. Oh nee, hallo Typ. Ich habe so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Bin ich da noch nicht lang gelaufen da drüben? Ich bin mir gerade nicht sicher. Was ist denn da auf der Map? So, das ist hier die komische Brücke. Hier ist noch irgendwas, da will ich mal hin. Doch, da muss ich schon gewesen sein, wenn ich hier schon lang gegangen bin. War ich denn da? Ich bin mir gerade unsicher, wann ich da schon mal war und was ich da gemacht habe und sowieso. Und ich verstehe das alles nicht. Das ist so unsinnig. Okay, ich rufe schon mal meinen Dämon und dann können wir loskämpfen. Hallo? Na, wie geht's? Alles klar bei dir? Keinen Schritt weiter, Reisender. Niemand geht weiter, bevor nicht einer von uns beiden das Duell gewinnt. Ja. Tod und Verzweiflung. Du weißt schon bestimmt immer. Hallo? Ich will mit dir kämpfen. Hör mal auf hier, ja? Also, das kann ich gar nicht verstehen. So, das war's. Tschüss. Du warst mir halt nicht ebenbürtig. Kleiner Idiot. Toll, der hat nicht mal was Besonderes. Verstehe ich nicht.
Wollen wir da jetzt echt mal hingucken? Also, ich würde da gerne mal hingucken. Tut mir leid, ich weiß. Eigentlich wollte ich weitermachen. Ihr wisst schon wie. Oh Gott, die machen mich hier fertig, wenn ich so weitermache. Achso, ich bin eigentlich ganz schön stark. Also mittlerweile muss ich echt sagen, es gefällt mir, so stark zu sein. Ich mag das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier schon mal war, wenn die ganzen Gegner hier noch sind. Die dürften doch normalerweise da nicht mehr sein. So. Bam. Geheimer Sprungangriff. Yeah. Doch, doch. Ich glaube, das funktioniert hier sehr gut. Oh, Level up. Das ist gut. Dann kann ich jetzt, glaube ich, auch ohne Bedenken in den Maxus-Tempel, weil ich hatte da so ein bisschen Sorge, dass ich vielleicht da drin sterben könnte. Aber jetzt mache ich mir da eigentlich keine so großen Sorgen mehr. Hör mal auf hier! Hör mal! Hörst du auf jetzt hier? Ich finde das nicht in Ordnung, was du hier machst. Jawohl! So, hier war ich also schon mal. Ja, hier war ich schon mal. Das können wir ja gleich rausfinden, wenn ich hier rauftrete. Nee, hier war ich noch nicht. Du schon wieder. Der Schatz ist zum Greifen nah. Ich sehe euch schon lachen. Zu dumm nur, dass ihr bald landet in eines Trolls. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ich mag diesen Typen nicht. Nein, ich mag ihn überhaupt nicht. Wir stecken jetzt mal ein bisschen was in Stärke. Und in Lebenskraft. Irgendwann muss ich auch mal was wieder in Wille stecken. Aber egal. Muss jetzt erstmal reichen. Und von den Fertigkeiten. Oh, Lebensentzug. Eigentlich möchte ich ja meinen Untoten auf das höchste Level mal bringen. Machen wir das? Oder ich mache jetzt mal die Schatzkisten. Ich mag die Musik hier im Hintergrund gerade. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Was ist denn das mit den Schatzkisten? Was ist das denn hier eigentlich? Ach, ich kann mehr verstauen. Okay. Manu, wo ist denn das mit den Schatzkisten? Das muss doch hier eigentlich hier sein, bei Drachentöter. Ah, hier, Schlösser knacken. Das setze ich jetzt mal auf 3. Jawohl! Und jetzt machen wir diesen komischen Troll hier mal fertig. Ich gehe mal hinter dich. Hallo! In die Arschbacken! Ja, so muss das sein, sag mal. Der wehrt sich aber nicht wirklich. Jawohl! Wow. Was machst du da oben? Irgendwo hier bist du. Hä? Wo ist denn der jetzt? Ist der sich nicht hier irgendwo drauf gespawnt? Nee. Ich dachte, der hat sich hier irgendwo drauf gespawnt. Wo ist der denn jetzt bitte? Ach man. Ach man, ich muss schon wieder suchen gehen. Falls ihr jetzt wisst, wo der ist, ich habe nämlich keine Ahnung. Also ich habe es nicht erkannt aus dieser Miniszene, wo der jetzt sein soll. Aber egal, wir haben jetzt einen Troll besiegt. Das war eigentlich recht einfach, muss ich dazu sagen. Ich habe mir schon vorgestellt, oh mein Gott, Hilfe. Das könnte unser Ende bedeuten, aber... Pff, ah. Ah, da seid ihr ja. Du schon wieder? Was ist mit meinem Haus? Warum steht es immer noch nicht? Habt ihr endlich meine Besitzurkunde? Sag mal, was ist los? Ich glaube, der zieht mich hier ab. Einer der Arbeiter wurde von einem Goblin getötet. Ach, du bist so ein kleiner Sack, ne? Du ziehst mich einfach nur über den Tisch. Ich kann in Wirklichkeit hier gar kein Haus besitzen, oder? Und jetzt wollen die anderen nicht mehr arbeiten, bis sie beschützt werden. Okay, dann beschütze ich sie. Wir könnten wohl einige Wachmänner einstellen, die allerdings etwas Geld haben. Ach, ja, ja. Für eine kleine Summe mehr kümmere ich mich darum. Ich lese mal Gedanken bei dem. Wir haben das ja das letzte Mal auch gemacht. Bald bin ich noch reicher. Allerdings sollte ich mein Versteck bei den Goblins in der Nähe der Minen auflösen. Ah ja, das erinnere ich mich dran. Wir sollten da mal hingehen. Goblins in der Nähe, ja, ja. Okay. Das ist es sicherlich. Keine Sorge. Noch einen schönen... Ja, ja. Hau mal ab, ey. Ich wollte euch wirklich davor bewahren. Aber wer diesem Mann dreimal Geld in den Rachen wirft, ist nicht mehr zu nee? Retten. Oh, das ist ja traurig. Und ich dachte, du würdest mich mögen, ey. Ich habe zwar deinen Namen vergessen, aber egal. Was mache ich denn hier auf diesem Pfad, was? Wo geht denn das hin? Ich weiß doch nicht, was da ist, aber ich gehe einfach da mal hin.
Wo komme ich denn jetzt hin? Hallo? Hallo? Wo bin ich? Ach, hier bin ich wieder! Hier ist die Anfangsstadt! So komme ich zur Anfangsstadt wieder. Glaube ich, oder? Oh nee. Ich bin hier schon mal runtergefallen. Das ist schon mal nicht gut. Ist das nicht hier der Anfangsstart gewesen? War nicht hier unser Zeppelin? Also ich bin mir eigentlich fast sicher. Ach du meine Güte, Level 18! Was ist denn hier los? Was soll ich denn hier? Ich muss hier wahrscheinlich eh nochmal irgendwann hin. Aber wahrscheinlich jetzt eigentlich noch nicht. Aber gut, hier kann man gut leveln. Ich weiß gar nicht, ob ich dem hier gerade überhaupt Schaden mache. Boah, ist das viel. Naja, so viel Erfahrung ist es auch wieder nicht. Hey, da ist ein grüner Punkt, das habe ich genau gesehen. Irgendwo über mir. Meine Güte, was ist das denn hier für eine Gegend? Also ich kann da auf jeden Fall mal... Ach du meine Güte, noch so zwei Hengste. Die sich denken, hey, gibt's hierfür eigentlich eine neue Karte? Ach du meine Güte, es gibt hierfür noch eine neue Karte. Was? Oh mein Gott. Das bedeutet, was? Drachenzone? Drachenzone? Was? 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 Ich verstehe es nicht. Egal. Anscheinend geht hier die normale Handlung weiter, behaupte ich jetzt mal fast. Hey, bleib mal stehen. Ich habe Angst, der Kugel, der Schütt, oh Gott, der will mich hier runterwerfen, glaube ich. Aua, könnte mal der Dämon mir helfen? Sag mal. Ich glaube, es hakt nicht mehr ganz richtig bei dir. Oh nee. Die wollen mich, die wollen mich. Habe ich nicht einen Trank oder sowas? Ja, ganz viele Edelsteine, super. Benutzen wir den mal. Und laufen weiter weg. Lalalalalala. Ich will nicht unbedingt sterben, also bin ich nicht so scharf drauf. Muss ich gerade ehrlich zugeben. So, jetzt greif doch mal hier wieder an. Was ist denn los mit dir? Oh Gott. Wenn die diesen komischen Angriff machen, dann habe ich da so ein bisschen Sorge, dass das wehtun könnte. Okay. Sind die auch schon mal weg? Ich mag die Musik hier extrem. Ich will hier gar nicht weg aus dem Gebiet. Aber eigentlich müsste ich jetzt mal langsam zurückgehen, weil... hier muss ich da überhaupt gar nicht weiter. Oh, Geld. Lecker, danke. Kann ich die Viecher da angreifen? Ist das ein Gegner? Bin mir gerade nicht sicher. Ich denke aber schon, dass das ein Gegner sein wird. Na gut, ich gehe nur hier mal kurz hin und dann... Zur Mine. Warte mal, hier müsste da in der Nähe... Ich gehe mal jetzt zur Mine. Hier müsste in der Nähe wahrscheinlich das Versteck von dem einen Typi sein. Wo bin ich denn hier gelandet? Hä? Das hier ist die Mine? Ah, ich erinnere mich. Hier ist wahrscheinlich das Versteck von dem, der mich über den Tisch zieht. Na gut. Wir gehen mal zum Maxus-Tempel jetzt wieder. Maxus-Tempel! Was ist denn der Maxus-Tempel? Ja, gute Frage. Tempel. Wahrscheinlich da. Schön, sind wir wieder da. Alles klar. Hallo, hier geht's weiter bei uns im Maxus-Tempel. Der sieht immer noch genial aus. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich meinen komischen anderen Begleiter rufen kann. Ich würde den echt gerne mal rufen. Das wäre um einiges schöner. Ich muss das echt mal recherchieren. Also wenn mir das keiner von euch schreibt, dann muss ich das echt recherchieren. Aber ich verlasse mich einfach mal darauf, dass ihr mir das sagt. Das wäre echt sehr nett. So, darf ich jetzt hier rein? Tatsache. Das wird so episch. Glückwunsch, mein Freund. Ich wage zu behaupten, dass ihr es weitergebracht habt, als Damian je erwartet. Meinst du? Aber ich habe gewusst, dass man euch nicht würde aufhalten können. So wie ich das auch gleich über den Göttlichen gewusst hatte, als ich ihn das erste Mal sah. Er war wie ihr ein verwirrter Abenteurer, der sich plötzlich im Mittelpunkt eines großen Dramas wiederfand, dessen Ausgang immer noch nicht feststeht. Du weißt aber schon, dass ich gerade meine eigenen Männer getötet habe, oder? Also, im wahrsten Sinne Männer, weil...
Die schämen sich jetzt bestimmt, weil die haben gegen eine Frau verloren. Egal. Wenigstens wissen wir jetzt, um was für eine Geschichte es sich handeln wird, wenn es nach uns ging. Habt ihr Erfolg, wird es ein Epos sein. Versagt ihr allerdings, haben wir es mit einer Tragödie zu tun. Dann bin ich eher für die Tragödie. Die ist nämlich einfacher. Ihr nehmt die Heldenrolle ein, Damian ist der Bösewicht und Lord Lovis hat euch verraten, wer den Deus Ex Machina spielen wird. Wir werden versuchen, Igerna wieder zu erwecken, damit ihr Leben der Tod des Verdammten werde. Ja, ich glaube, das klingt sinnvoll. Wie in einem klassischen Drama, oder nicht? Der Stoff, aus dem Legenden sind. Und wir kommen dem Ende. Denkt und kämpft euch euren Weg durch diesen Tempel. Und ihr werdet die Wächterinsel erreichen. Na dann. Danach folgt der Drachentor. Eure Zeit als Drachen. Und schließlich Damians unausweichliche Niederlage. Es scheint, als erwartet uns da doch noch ein bisschen mehr. Nett. Schön. Ein Schwert. Aber es ist ein Einerhänder. Ein Zweihänder. Aber ich kann das nur in einer Hand behaben. Also versteht schon, was ich meine, ne? Ich mag jetzt zwei Händler mittlerweile um einiges mehr. Das gibt schön viel Erfahrung. Schön viel Erfahrung. Ja, möchte ich fortfahren, danke. Also kämpfen wir uns hier durch. Und ich würde sagen, wenn wir das geschafft haben, beziehungsweise es sich als zu schwierig erweist, muss ich wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen leveln.